Hey Leute, im letzten Teil haben wir uns bereits die Grundlagen der Zahlenmystik bzw. der Numerologie angeschaut und wie mithilfe der Zahlen die Welt um uns herum, aber auch in uns beschrieben werden kann. Große Wissenschaftler, aber auch Philosophen und Mystiker beschäftigen sich schon seit Jahrtausenden mit den Bedeutungen der Zahlen, wobei große Überschneidungen trotz kultureller Unterschiede festgehalten werden können. So haben wir beispielsweise die Zahlenreihe von 0 bis 9 definiert und die Bedeutungen der Zahlen entschlüsselt. Falls dich das interessiert, schaue dir unbedingt das erste Video zu der Numerologie an. Du findest es auf diesem YouTube-Kanal. In diesem zweiten Teil möchte ich auf ein spezielles numerologisches System eingehen, welches weltberühmt ist und damit auch die prominenteste Rolle in der Zahlendeutung einnimmt. Die Kabbala und ihre Interpretation der Zahlen. Die Kabbala ist auch die Grundlage für unsere numerologische Bewusstseinsanalyse, die wir auf unserer Webseite anbieten. Dort erhältst du einen Einblick in die Stärken und Schwächen deines Bewusstseins, ebenso wie die Lebensaufgaben und den Grundaufbau deiner Seele. Mithilfe der Kabbala entstehen lange und ausführliche Analysen von über 20 Seiten, die dir nicht nur vage, sondern konkrete Handlungsempfehlungen und Impulse geben. Falls dich das interessiert, schaue in die Videobeschreibung und klicke auf den ersten Link. In der Dachregion haben wir keine natürliche Anbindung an die jüdische Mystik, was natürlich durch unsere Vorgeschichte geprägt ist. Möglicherweise ist das auch ein Grund, wieso viele Menschen dieser Form der Numerologie noch verschlossen sind, während es in anderen Ländern große Beliebtheit genießt. Gehen wir jedoch mit naiver Offenheit an die Sache ran, erkennen wir recht schnell, dass dieses System der Zahlenmystik der Kabbala sehr analytisch durchdacht und präzise ist. So ist jeder Buchstabe zugleich ein Schriftzeichen, ein Bild und eine Zahl. Mithilfe der Tora kann sogar diese Form der Zahlenmystik noch tiefer durchdrungen werden. Das Hebräische galt daher als Ursprache der Menschheit, die von Gott gegeben wurde. Sie kommen von Eber, was so viel wie drüben bedeutet. So sind Worte letztlich Rufe aus dem Nichts, die sich materialisieren. In dieser Welt tauchen sie mit einem Leib, den 22 Konsonanten, einer Seele, den Vokalen und einem Geist, der Sprachmelodie auf. So sind auch die ersten zwei Buchstaben des hebräischen Alphabets, Aleph und Bet, die zusammen Ab ergeben, die Übersetzung des Wortes Vater. In Ab ist die 1 und die 2 enthalten, das Ewige und das Zeitliche, das Himmlische und das Irdische. Auch das Wort Abba, welches als Bezeichnung für Gott verwendet wird, ist zahlensymbolisch eine Zusammensetzung aus 1, 2, 2, 1, steht also für die doppelte 2 und prägt damit alle Buchstaben des Alphabets. Wir sehen also, dass in dieser Ursprache noch eine hohe Überschneidung zwischen Worten und Zahlen gegeben war. Die kabbalistische Numerologie orientiert sich hierbei sogar an der Hermetik, die wiederum im alten Ägypten begründet wurde und die Grundlage der New Age-Bewegung ist. Von dort stammen all die Erkenntnisse über die Grundkräfte des Universums, das Gesetz der Anziehung eingeschlossen. Aber auch das alte Tarot und die Astrologie stammen von dort, hatten sie damals doch noch eine hohe Überschneidung mit der Numerologie. Laut der Kabbala wird jede Zahl einer Schwingung, Farbe und einem Ton zugewiesen. Somit lassen sich Namen, Firmen, Künstlernamen, Geburtsdaten und Gründungsdaten berechnen. Diese Worte werden in Zahlen umgewandelt und daraus ergeben sich Reihenfolgen, sogenannte Rhythmen, die einen gewissen Umstand regeln. Damit diese Rhythmen des Lebens jedoch eine solide Basis haben, müssen wir uns an dieser Stelle den Kabbala-Lebensbaum und den Grundbaustein dieser Geheimlehre anschauen, um alles zu verstehen. Der sogenannte Lebensbaum der Kabbala unterscheidet in der Mysterienschulung zwischen zwei grundlegenden Bereichen. So einerseits das Mysterium der Schöpfung des Universums und das Mysterium der menschlichen Seele. Zusammen ergeben sie den Sinn des Lebens.
Das Universum wird hierbei Makrokosmos genannt. Die Seele nennt sich Mikrokosmos. Beides koexistiert und bedingt sich gegenseitig. Doch wie können nun diese zwei Anteile verstanden werden? Wie lässt sich das in ein verständliches Konzept einpflegen? Der kabbalistische Lebensbaum macht genau das. Er bietet darauf schlüssige Antworten. So besteht dieser aus 10 Kreisen, das sogenannte System der Sephirot. Dieses System lässt sich wiederum einteilen in das Göttliche, das Bewusstsein und die Materie. Schauen wir uns die verschiedenen Sephirot nun also im Detail an. Gleich macht alles noch mehr Sinn. Erstes Sephirot, Keter, steht für die Krone, es ist die erste Position. 10. Sephirot, Malchut, steht für das Königreich, die letzte Position. 6. Sephirot, Tiferet, steht für Schönheit, die mittlere Position. Diese 3 Hauptschichten können nicht alleine miteinander arbeiten, daher gibt es weitere Zwischensphären. 9. Sephirot, Jesod, steht für die Grundlage, vorletzte Position. 7. Sephirot, Netzach, steht für Sieg, untere rechte Position. 8. Sephirot, Hod, steht für Glanz, untere linke Position. Über dem individuellen Bewusstsein liegt nun die Ebene von Ethik und Karma. 4. Sephirot, Chesed, steht für Mitleid, mittlere rechte Position. 5. Sephirot, Gebura, steht für Stärke, mittlere linke Position. Über der Ebene von Ethik und Karma liegt nun noch die spirituelle Welt. 2. Sephirot, Chochma, steht für Weisheit, obere rechte Position. 3. Sephirot, Bina, steht für Verstehen, obere linke Position. Der komplette Lebensbaum veranschaulicht nun also Stärken und Schwächen, Herausforderungen und Schwierigkeiten. All die Sephirot sind durch 22 Pfade miteinander verbunden, die wiederum die individuellen Lebenswege prägen, die sich durch die Numerologie deines Namens und Geburtstages errechnen lassen. Jeder Sephirot repräsentiert hierbei ein Prinzip mit einer Schwingung, die dich in verschiedene Richtungen lenkt. Nun wird auch die Verbindung zum Tarot deutlich, denn die 22 Pfade sind vergleichbar mit den 22 Trümpfen des Tarot. Die 10 Sephirot entsprechen dem geringeren Arkana vom Tarot. Durch das Verständnis des Lebensbaumes, der Kunst, der Numerologie, ebenso wie der Selbstreflexion, lassen sich erstaunliche Einsichten in die eigene Welt geben, die so nur schwer durch Intuition oder Psychoanalyse erreichbar sind. Diese Ebenen sind so tief und fest verankert, dass sich viele Menschen von ihnen abwenden, obwohl sie doch spüren, dass sie daran arbeiten müssten. Der Schatten der Mystik liegt weiterhin über der Kabbala, weswegen es selbst im heutigen Informationszeitalter nur den Menschen vorbehalten ist, die ihren Geist öffnen und sich einweihen lassen. So ist die Kabbala im Kern auch eine mündlich weitergegebene Geheimlehre, die eigentlich von Meister zu Schüler gelehrt wird, ebenso wie es bei der Alchemie oder der damaligen Hermetik der Fall war. Umso erfreulicher ist es, dass wir diese numerologischen Analysen mit einem Partner zusammen erstellen, der seit Jahrzehnten Erfahrung in diesem Bereich hat. Um dich in deiner Bewusstseinsentwicklung zu unterstützen, haben wir nun numerologische Bewusstseinsanalysen auf unserer Webseite, die dir nach diesem bewährten Prinzip tiefe Einsichten in dein Bewusstsein geben. Du erfährst alles über dein Überbewusstsein, dein Tagesbewusstsein, dein Unterbewusstsein und dein Unbewusstes. Die Numerologie ist Jahrtausende alt und dementsprechend ausgereift. Die Analyse wird dabei komplett persönlich und vertraulich für dich durchgeführt. Das ist ein idealer Einstieg, um danach die Arbeit mit dem Mentaltraining fortzuführen, da du ganz neue Einblicke erlangst und wirklich an den essentiellen Lebensthemen arbeiten kannst. Klicke auf den ersten Link in der Videobeschreibung, um deine Analyse innerhalb von 24 Stunden zu erhalten. Wünschst du dir weitere numerologische Videos? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Video und viel Erfolg weiterhin.